Diese Sendung wird euch präsentiert von Store and Charge, euren Experten für Ladezubehör. Ja, moin Leute, das ist hier heute Wetter. Nicht zu glauben, gestern war noch Sonnenschein. So, und in 14 Tagen, da startet er, der E-Cannonball. Ja, und ich bin das erste Mal als Fahrer dabei und hol hier jetzt bei MHC Mobility mein Auto ab. Wow, das sieht ja mal geil aus. Wow. Cool. E-Cannonball. So, Herr Goldenstein, dass Sie mir so ein Auto mitgeben, ja. Das ehrt mich ja. Ich hoffe, Sie haben nicht allzu große jetzt hier Erwartungen an mich. Was erwarten Sie denn vom E-Cannonball? Vom E-Cannonball, dass wir natürlich gut auftreten. Und ich freue mich auch immer, wenn wir gewinnen. Ne? Ich hoffe, dass Sie Spaß haben an dem Auto. Auch Spaß an der Veranstaltung. Er sieht super geil aus, oder? Super geil. Also ich denke, dass das ein gutes Fahrzeug auch für unsere Flotte sein wird. Ich hatte ja gerade schon mal angesprochen, ich habe jetzt erstmal nur einen gekauft für den Cannonball, dass wir da mal mit starten. Wenn ich ihn jetzt hier so vor mir sehe, ärgere ich mich, dass wir nicht gleich eine größere Stückzahl haben. Aber wenn jetzt einer das Video sieht, der kann anrufen und kann ihn hinterher mieten in Langzeitmiete. Sofort, auf jeden Fall. Ja, da ist er nun, der IONIQ 5. Und was mir als erstes aufgefallen ist, der sieht total bullig aus. Ich dachte von den Fotos her, das wäre so ein Auto im Golfformat, aber der ist viel größer. Man sitzt da drin wie in so einem SUV und hat eine wirklich hohe Sitzposition. Ja, was ist das für ein Auto? Großer Akku, 72,6 Kilowattstunden. Dann Allradantrieb. 305 PS, der hat richtig Wumms. Ja, WLTP 460 habe ich im Internet gelesen. Er zeigt 429, hat er am Anfang angezeigt. Und aber was das Besondere ist, warum ich den E-Cannonball mit dem Wagen fahre, ist, er kann so schnell laden, bis zu 230 kW. Und er soll hinten raus bis 80% dann immer noch mit 100 kW laden. Das werden wir mal testen. Wir haben den Wagen jetzt ja 14 Tage vor dem E-Cannonball bekommen. Und da dürft ihr dabei sein, wie ich so meine Erfahrung dann mit dem Auto mache. Ja, E-Cannonball, das ist die Veranstaltung für E-Mobilität im Jahre 2021 und das ist jetzt die vierte Ausgabe. Also es ist eine Rallye von Berlin nach München und 70 Fahrzeuge nehmen teil und ja, ich glaube so 150 Teilnehmer sind das ungefähr, zwei Leute sind dann immer im Fahrzeug und diesmal ist dabei zum Beispiel Heinz-Harald Frenzen und der Bloch von Automotor und Sport. Ja, und ich bin natürlich dabei und mein Beifahrer, das ist der Nino vom Danzai-Block. Und wir versuchen natürlich, den E-Cannonball zu gewinnen, denn der Wagen kann ganz schnell laden. Ich glaube, der Wagen hat gute Chancen und wir wollen voll dabei sein. Vorne voll dabei sein. Ja, vorne voll dabei sein. Also, wir wollen natürlich gewinnen. Ja, und wir fahren für MHC Mobility. Das ist ehemals die Firma Maske.
ein Autovermieter, der sich spezialisiert hat auf Auto-Langzeitmiete. Und die machen schon ganz schön viel in E-Mobilität. Und ja, und der Nino und ich, wir dürfen für MHC Mobility hier an der ehemaligen Verbrauchsvergleichsfahrt, jetzt heißt es glaube ich Rallye, die natürlich zu den Bedingungen der Straßenverkehrsordnung stattfindet. Also wer zu schnell fährt, der kriegt Coffee Points, also Punktabzüge. Man muss sich wirklich an die Verkehrsregeln halten. Und ja, ich bin ganz gespannt. In 14 Tagen geht's los. Der Wagen ist schön beschriftet, sieht richtig geil aus. Ihr dürft dabei sein. Also, bis dann und tschüss, euer Dennis Vitus.